Was macht einen Backlink eigentlich gut? Heute würde ich in diesem Video darüber sprechen, was ein Backlink eigentlich gut macht, beziehungsweise wann es ein hochwertiger Link ist. Hallo, mein Name ist Marco Möschter und ich bin Managing Director der Clickio GmbH und Betreiber von Ranksetter.de, dem Linkmarktplatz im Internet. Wie du dir vorstellen kannst, sind nicht alle Backlinks gleich und auch die Qualität von Backlinks ist nicht immer die gleiche. Um dir mal einen Vergleich zu geben. Ein Backlink aus einem nicht themenrelevanten Forum zu deiner Webseite kann und sollte nicht den gleichen Wert haben wie ein Link von, sagen wir mal, spiegel.de. Wäre dem nicht so, könnte man natürlich, indem man viele minderwertige Links aufbaut, mit Linkspam das gleiche Resultat erreichen. Das ging früher einmal, dass man so seine Rankings manipulieren konnte. Aber Google hat da schon ab 2012 mit dem Penguin-Update entgegengesteuert, sodass heute wirklich die Qualität eines Backlinks entscheidend ist und nicht die Masse an Links. Was macht aber nun ein Backlink wirklich gut und auf was muss man beachten? Hier sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Link haben sollte, beziehungsweise die Seite, von der ein Link kommt. Als erstes wäre dort die Autorität. Die Autorität sagt aus, wie viel sogenannte Link-Power eine Webseite hat. Dies wurde früher in Form des PageRanks ausgedrückt. Wie wir schon besprochen haben, zählt die Menge an Links, aber noch mehr die Qualität der Links. Wenn eine Webseite viele qualitativ hochwertige Links bekommt, steigt der PageRank und umso höher dieser ist, umso mehr Autorität oder Link-Juice kann die Seite weitergeben. Das heißt, wenn du Links von Seiten mit einem hohen PageRank bekommst, haben diese den größten Wert für deine Seite und die Rankings. Nun ist der PageRank etwas, was Google schon seit geraumer Zeit nicht mehr updatet. Um trotzdem einen Wert zu haben, kann man alternativ den DR von Ahrefs nehmen. Der DR ist das Domain Rating und gibt die Stärke des Backlinks-Profils einer Seite an. Du findest diesen Wert in Ahrefs links oben immer angezeigt. So, die zweite Eigenschaft eines guten Backlinks ist die Relevanz. Hier können wir einfach mal ein einfaches Beispiel nehmen, um die Relevanz zu erklären. Nehmen wir an, du willst das erste Mal in deinem Leben vielleicht sogar ins Stadion Fußball gehen und brauchst ein paar Tipps, wie du dich zu verhalten hast, zum Beispiel, wie man schnell rein und rauskommt nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Also wirklich wertvolle Tipps. Auf der einen Seite hast du einen Freund, der jede Woche ins Stadion geht und ein absoluter Fußballfan ist, mit jeder Pore seines Körpers. Auf der anderen Seite hast du einen Freund, der lieber zu Hause bleibt und dort das ganze Wochenende Videospiele spielt. Wen würdest du eher nach Rat fragen? Sicherlich den Fußballfan, oder? Genauso haben Links von einer Seite über Fußball mehr Relevanz zum Thema als eine Seite über, sagen wir, Videospiele. Die Qualität und Relevanz der einen Seite zum Thema ist von der Fußballseite sicherlich höher. So, ein Link macht daher auch mehr Sinn von der einen Seite, die höhere Relevanz hat. Das nächste Merkmal für einen guten Link ist der Link selber bzw. der Hyperlink. Wenn ihr das jetzt noch nicht sagt, dann lass mich erst einmal erklären, was ein Hyperlink ist. Wenn du einen Link normalerweise siehst, siehst du den Text oder in der Fachsprache den Ankertext. Sagen wir einmal, bitte hier klicken. Wenn wir uns jetzt aber den HTML-Code des Links anschauen, sehen wir, dass er aus drei Bestandteilen besteht. Zum einen der URL, welche dann auf die Zielseite zeigt, wenn man darauf klickt, dem sogenannten Ankertext, wie schon besprochen, also in diesem Fall, bitte hier klicken. Das kann ein Wort, eine Phrase oder auch ein Bild sein. Und dem Link-Attribut, zu dem ich noch später kommen werde. Beim Ankertext ist noch zu sagen, dass hier natürlich ein bisschen vorsichtig gehandelt werden sollte. Viele nehmen den Ankertext, um dort die Hauptkeyword zu verlinken, übertreiben es, was unnatürlich für Google wirken kann. Man sollte daher nicht 100-mal den Ankertext Schuhe kaufen nehmen, was niemand auf natürliche Weise so jedes Mal verlinken würde. Besser ist es, den Ankertext natürlich anzupassen. Leute verlinken dazu eher Wörter wie den Unternehmensnamen, den Webseitentitel, die URL oder generische Wörter wie hier oder ähnliches. Schaut euch gerne dazu das Video Der perfekte Ankertext-Mix hier auf den Channel an. Kommen wir jetzt aber schnell noch einmal auf das Link-Attribut zu sprechen.
Gehen wir einmal davon aus, dass unser Hyperlink, wenn man ihn sich als HTML-Code anschaut, das rel nofollow hat, also das Attribut nofollow. Dieses Attribut ist dazu da, den Suchmaschinencrawler mehr über den Link zu berichten, wie also die Verbindung zwischen der linkgebenden Seite und der verlinkten Seite ist. Dabei werden drei Hauptattribute unterschieden. Zum einen nofollow, sponsored, and oder und UGC, also User Generated Content. Nofollow gibt hierbei den Suchmaschinencrawler Hinweis, dass dem Link nicht gefolgt werden soll und damit auch keine Autorität oder Link-Juice übertragen wird. Deswegen nofollow, nicht folgen. Sponsored, wie der Name schon sagt, oder wie das Wort schon sagt, heißt eben, dass dieser Link werblicher Natur ist und dass für den Link oder den Inhalt bezahlt wurde. UGC, also User Generated Content, gibt an, wenn Content von den Nutzern erstellt wurde, also zum Beispiel in der Kommentarbox von einem Blog oder in einem Forum. Google sieht das als Empfehlung an. Man weiß also nicht ganz genau, ob diese Links gar nicht gezählt werden, wenn es um die Weiterleitung von Autorität geht. Hat der Link kein Attribut, okay, dann ist es ein Follow-Link, welcher Autorität und Link-Juice weitergibt und somit auch zur Steigerung der Rankings beitragen kann. So, kommen wir schon zum letzten Merkmal und das wäre die Linkplatzierung. Ein Link, der direkt aus dem Text verlinkt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, geklickt zu werden, als zum Beispiel ein Link aus dem Footer, also unteren Teil der Webseite ganz unten, oder der Sidebar. Es ist daher anzunehmen, dass der Textlink oder auch Contentlink mehr Autorität überträgt als die anderen Links. Von daher sollte darauf geachtet werden, nicht allzu viele Links von diesen Stellen zu bekommen. Sicherlich kann das mal mit drin sein in einem natürlichen Linkmix, aber wenn es darum geht, dass ein Link gut sein sollte, sollte es ein Textlink sein. Okay, das waren eigentlich jetzt schon die Merkmale, die einen guten Link ausmachen. Ich kann ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, was das alles für Merkmale waren. Ein guter Link kommt von einer relevanten Seite mit einer hohen Autorität und ist Follow. Er hat einen passenden Ankertext und ist an der richtigen Stelle im Text platziert. Nun ist wie immer im Leben nicht immer alles Gute beieinander und du hast auch nicht immer die Kontrolle, was für Links du erhältst. Allerdings kannst du dich an die vorher genannten Merkmale halten, um gute Links selber aufzubauen. Solltest du dabei Hilfe brauchen, dann wende dich gerne an uns. Und falls du schnell und unkompliziert passende Linkquellen für deine Seite suchst, dann schau doch einmal bei ranksider.de vorbei, dem Linkmarktplatz im Internet, wo du sicherlich passende Seiten für deine Angebote, für deine Produkte findest. Auch beim Thema Digital-PR, Native Ads oder On-Page-SEO sind wir dein Ansprechpartner und können weiterhelfen. So, das war's für heute mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.